Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WWE 2K16. So, hier muss ich natürlich wie immer die Musik ausstellen wegen der GEMA und so. Ja, warum ich jetzt Lautstärke einstellen will, das weiß ich auch nicht. Das ist auch wurscht. Na, bei mir wird es keine Musik geben, weil ich keine Ahnung habe, welche Musik ich untertiteln. Weiß ich nicht. Kann ich bei YouTube gucken. Mal gucken. So, wir machen erstmal, also wir machen mal wir stellen uns ein und das ist hier erstmal. Uiuiui. Vorherige Farben. Uiuiui. Hier, als ob er krank wäre. Ich dachte, es wäre dann ganz rot. Mache ich aber hier so. Und ja. Also ich habe bis jetzt ein Match gemacht. Ein Match gemacht, das war nicht viel, ne? Ich komme damit besser zurecht als mit dem 15er. Es hat mir auch wesentlich mehr Spaß gemacht. Na, das will schon was heißen. Friseur. Was gibt's denn hier so? Wie ich hier draufklick. Haare färben, du kannst deinen Zubehör mit der Länge verpassen, du kannst deine Auswahl rückgängig machen, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Klar. Ja, eigentlich wie immer. Nur, dass es jetzt halt Tipps gibt, ne? Okay, Farbe. Nein, nein, ja. Ja, wie kann ich jetzt nicht? Muss ich hier so gucken und dann kann ich jetzt draufklicken oder was? Warum verwendet der Punkt? Das ist ach so ein, was mir nicht gefällt. Wie sehen die aus? Nee. Da, wo das Fenster gerade ist, sieht aus wie von Chris Jericho. Da, dum, 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 dum. Wie sehen die denn aus? Nee. Ach so. Nein, nein, nein. Ja, sowas, hä? Jau. Jau, jau. Richtig erfrischend. Nee, Spaß. Na. Punker, Green Hair. Oh, oh Gott. Macht einem nicht leicht. Ich weiß nicht, was ich will. Vielleicht sowas Langes mal. Was ist das hier? Ich meine, man kann die Frisur ja öfters ändern, aber erstmal muss ich eine haben, die mir so auch so gefällt. Und oh, jetzt spiele ich ja schon für 4 Minuten. Kann ich nicht für eine scheiß Frisur entscheiden? Die Haare sind gefärbt. Naja, färben ist ja. Warte mal, ich nehme mal lange Haare. Warum denn nicht? Warum dann nicht? Was können wir hier denn für Farben machen hier? Hä? So, hier, weiß. Woo! Ric Flair, the Nature Boy. Hier ist der Hogan. Ja. Ne, Red Hair, Eva Marie. Weiß ich nicht. Tyler Breeze. Nee, Spaß.
Rille. Nee, von hier die Haarfarbe bis zu der Haarfarbe sind alles so weiblich. Wie wär's denn mal? Also ich muss ja nicht immer den gleichen, weißt du hier? Ich meine, da heißt sie bei mir immer Carlos und ja, wie soll ich? Wie sowas, da kommt auch ein bisschen, wenn man sich hier bewegt, das Grüne raus, ne? Das ist schon ein bisschen interessant. So, ja, nehmen wir das mal. Man muss auch ein bisschen mal anders da sein. Haare färben haben wir gemacht. So, Gesichtsbehaarung. Oh, das hört sich an, als hättest du... Was gibt's denn hier? Bam, 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 bam. Hier, Vollbart. Nee. So, was ist ganz nett? Mal sehen. Oh ja, das würde vielleicht zum Bart passen. Farbe. Ganz schwarz. Das ist ein Deckkraft. Farbton. Egal, wir haben eh komplett schwarz wie die Nacht. Das ist gut. Jetzt brauchen wir die gute Autofahr ja, Autofahr. Brumm, brumm. Kann man auch noch... So oh ja, schön. Oh. Wie sieht denn das mit Grün aus? Wie sieht das denn mit Grün aus? Geh mal hin. Das sieht doch... Das sieht cool aus. Das sieht auch cool aus. Das auch. Schwarz sieht aus wie der Black Demon. Warte mal, was war? Rot nämlich. Das sind unsere natürlichen Augenfarben, ne? So, braun brauchen wir nicht. So, hier vom Teufel. Ja, vom Teufel, ja. Ja. Nee, das lasse ich. Ich mache keine Hörner dran. Was ist das denn? Würde das gut aussehen? Was ist das? Ich will nur mal gucken. Jo, das passt auch. Nee, das will ich nicht. Nein. Danke. Ich brauche davon gar nichts. Dann Lippenstift. Augen-Make-up. Hat man. Lippenstift. Sexy. Gesichtsbemalung. Klar, das kann man alles farblich ändern. Nein. Mal und Narben. Auf dem Kopf Narben, ja. Was habe ich hier für Narben? Was ist das denn? Sieht aus wie Windpocken. Der Carlos hatte schon immer Narben gehabt. Wann ich damit angefangen habe, weiß ich nicht, aber... Wir machen... Wie sieht denn die Narbe aus? So, über, ja, das sieht aus... Nee, das sieht aus wie... Oder wir lassen es mal. Ich will schon mal andere Richtung gehen, sonst wollte ich immer einen verwenden, der bisschen... Ach, es wiederholt sich. Dann sind wir damit fertig. Dann mache ich... Gelle? Gut. Porträt? Nee. Gesichtsverformungen. Hau ich hier jetzt auf die Batsche. Ach, wa... Aha! Und das andere? Warte mal. Ach, schade. Ich dachte, das könnte ich jetzt mal runterziehen. Warte mal, das mache ich auch mal nach oben. Jo. Warte mal. Kann ich das hochziehen oder runter? Kann ich gar nichts machen. Kann ich nach links auch nicht. Hier, ah, hier. Dumbo! Dumbo! Nee,
Warte mal, das muss ich ja nicht annehmen, ne? Resentierte Kopf. Kann ich nichts machen. Augenbrauen, Augenbrauen, hier die Augen. Was kann ich da machen? Nix. Gar nichts. Die Nase. Bewegen. Ach, L. Ja, I. Ja, oh. Das ist ja lustig. Ja. Oh, es ist Horror. Ja. Oh, das ist ja. Ja. Wie willst du denn da kämpfen? Du siehst ja nichts. Du siehst ja nichts. Das ist ja very brutalo. Das ist ja. Wenn du da mit dem Candlestick kämpfst hier, da bleibt dir ja was in den Augen hängen. Nee, das machen wir vielleicht. So, ja. Lol. Dass das sowas geht, ist ja lustig. Muss ja viele Augenbrauen da wegrasieren. Pff. Ich mach die normal. Ich mach die, warte, darüber gehen. Oh, ist das ekelhaft. Und die Nase ganz hochziehen, ganz hochziehen. So, hier der Mund. Oh. Hier. Kann ich... Mö. Na. Ist das lol hier. Hier der Mund hier. Was? Die Wangknochen kann ich auch. Ja gut, das sieht man jetzt nicht so, ne? Das sieht ja aus wie... Warte mal, ich mache mal die Gesichtsform. Bei der Gesichtsform passiert gar nichts. Ich glaube, ich speichere das aber nicht. Mal. Ich will noch was kurz was ausprobieren. Ich mach die. Oh, hier siehst du überhaupt nichts. Hier sieht aus, sieht ja aus wie eine Behinderung. Hier beim Augen auch so machen hier. Das, und dann das andere Auge. Warte mal. Warte, warte mal. Hoch. Ach Scheiße, warte mal. Wieso geht denn das nicht mehr? Ja, dann können wir doch mal zum Auge gehen. Ach Scheiße. Wie geht denn das nochmal? Warte mal. Hoch. Das ist, glaube ich, ein Trick. So. So. Dann mache ich das. Ne, dann. Ich muss erstmal das Auge machen. So ist nämlich eine richtige Reihenfolge. Und dann mache ich das da. Das kann ich ja gar nicht mehr bewegen. Scheiße. Nicht gespeichert. Darauf danke ich. Sieht aus wie eine Missgeburt eben. So lasse ich das. Das gefällt mir schon gut. Das ist ja echt lustig. So, der Body. Der Körper lässt sich grob formen. Bla bla bla. Ja, das kennen wir alles. So, Körperveränderung.
Was gibt's denn da? Was kann man denn da so machen? Muskulös. Fit. Dünn. Buh. Na gut, ist jetzt nicht, was man nicht gesehen hätte hier. Muskulös. Ach, könntest du auch fett nehmen. Was ist das hier? Oh. Nimm mal das da. 40,4, 14,1 und fett. Muskulös haben wir ja. Körpergröße. Immer die größte genommen. Mach es mal so. Taille. Narben. Was ist denn schon wieder mit Narben? Körperkunst. Red Flag. Na, hier machen wir erstmal nichts. Körperkunst. Drücken. Designs. Nee, will ich nicht. I will das not. Ba, ba, ba. Körperkunst, Körperkunst. Tattoos geht. Neben der Körperveränderung eines Superstars kannst du jeden Teil auch größer und kleiner machen. Du kannst sogar einen Superstar mit einem dicken Re Nein, echt? Warte mal, Brustkorbmasse. Das sieht ja eigentlich noch ganz normal aus. Aber machen wir mal. Hier, wie viel? Nee, komm. Das lassen wir so. Der sieht ja so. So. Da bin ich wieder. Und jetzt machen wir die Kleidung. Die Kleidung hier, die Wrestling-Masken. Nur mal kurz gucken. Hier der Totenkopf. Also Wrestling-Masken. Kane. 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 Ich glaube auch Kane. Vader. Mankind. Ich glaube, da können wir uns auch noch welche selber machen. Weiß ich jetzt nicht. Okay, ich nehme aber die Totenkopfmaske. Ja, aber die mache ich. Warte mal. Einzugskleidung, Wrestlingmaske, dann nehme ich hier den Totenkopf. Ja, genau. Material. Muss erstmal laden. Ist das ändert sich da was? Aber wie nü sieht. Och, was ladet denn der jetzt? Das ist ja. Cool ist, dass hier auch noch die Haare runterrutschen. Also metallisch. Metallisch nämlich, glaube ich. Satin, Vinyl sieht irgendwie so schmierig aus. Ich nehme, glaube ich, ja, metallisch. Sie sieht aus wie vom Terminator. Muss ich übrigens noch runterladen. Farbe. Nein, die bleibt so. Logo, na, auf dem Totenkopf-Logo. Never! Könnte ich 666 dran machen, aber mache ich nicht. Okay. Die Maske haben wir genommen. Nein, wieso? Nein. Einfach die Maske. Oh Mann, habe ich nicht auf. Kann es nicht einfach weitergehen? Muss es denn nicht la
Einfach weitergehen, ohne dass es Laden tut. Metallisch will ich. Ne Xatan, ne de Vinyl. Und wenn wir im Ring sind, ziehen wir die Masken aus. Das ist schon cool. Okay, Piercings. Warte. Ringbekleidung, weil beide. Frag dich, wo kann ich ein Piercing machen? Nase? Nein, brauche ich nicht. Brille? Nein. Oder warte mal, wie sieht denn das aus? Warte. Einzugskleidung, Piercing. Nee, nix Piercing. Sonnenbrille. Blaue hier. Ach, kann ich nicht über die Maske Brille machen? Schade. Kann ich wenigstens Hut aufziehen? Ja, nee, die will ich jetzt nicht. Aber cool, dass es geht. Die hier. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, yo. Wir sind der Tod. Hörner. Die Hörner. Ne, das sieht kacke aus. Aber könnte ich die Hörner nicht auch kleiner machen? Das wäre ja nicht so verkehrt, gell? Nein, auch das. Das andere geht es nicht. Sonstiges, was gibt's sonstiges hier? Affe. Hier, the bunny. Cool. Okay, das war's. Dann der Oberbody. Outfits, Big Show. Sowas will ich überhaupt nicht. Und hier hast du Schlafanzug, der Nature Boy. Und so weiter und so fort. Oberteile. Will ich ein... Was gibt's denn hier? Jacken, Hemden. Nee, da will ich wie immer das hier. Aber nee, das können wir dann bei beiden benutzen. Das können wir bei beiden benutzen. Aber dementsprechend können wir in unsere Karriere ja auch umziehen. Ne? Umziehen. Deswegen mache ich jetzt... beide Ring ja, nehme ich das hier. Warum ist hier, warte mal, ich will mal was kurz gucken. Ja, mit Musik wird es besser, aber kann ich ja nicht ändern. Am Ende bekommt man Ärger, das Video wird gesperrt und so pipa und po. Du kannst dies nur für den Eingang nutzen. Warum, warum? Nein, sowas kann ich doch auch im Match anziehen, oder? Ne? Flattert Zeit bis hier rum. Standard, ich will kein Farbe. Weiß. Logos. Schrift. Schrift. Können wir alles noch machen. Im Moment will ich das nicht machen. Das kann ich, wenn ich... Sowas kann ich machen, wenn ich offline bin. Aber sowas will ich... hier... Das kann ich alles, ja, Jacken will ich nicht, aber, oh, das macht schon ein bisschen Spaß. Ringkleidung, Einzugskleidung, da machen wir hier, warte mal, warte mal, warte mal, wo, Alter, wo sind die Jacken? Also, ich mache das so, wenn die Paar zusammen zu groß sind, bei irgendeiner bestimmten Größe, dann tut er meiner nicht mal rennen, dann gibt es Fehler und Pipapo. Dann mache ich das so, angenommen, ich tue es um 15 Uhr. Ja, veröffentlichen und dann geht der Part, sage ich mal, 20 Minuten und dann um 3:30 kommt dann der nächste, weil es hier noch dazu gehört. Das will ich nämlich alles an einem Tag veröffentlichen. Ne, das will ich ja nicht so lang rummachen. So, was haben wir hier denn so für schöne Jacken? Weißt, da steht WWE-Jacken, extra Kategorie, aber das hier ist von Cactus Jack könnte das sein, das hier könnte vom Hunter sein oder vom...
Nature Boy, hier sind Ric Flairs. Das könnte. Ja, fertig. So ein Umhang will ich nicht. Ich will vielleicht so einen Anzug. Das von Triple H. Von der heutigen Zeit. Wie sieht das denn aus? Hier sieht aus wie von. Ah, könnte auch von JBL sein, ne? Das hat irgendwas vom. Das ist cool. Also, das finde ich echt cool. Wie sieht denn das hier aus? Hier so ein Schlafmantel hier. Nee, wie the wait. Nee. Nein. Damien Sandow, genau. Genau. Aber. Wie sieht das aus? Da ausgewählt wieder. Nee, dann nicht. Schlips, wie sieht denn die Jacke aus? 32 Punkte. Och ja, warum nicht? Ohne Hose, genau. Körperaccessoire, 74 Fernwände, Punkte schon. Scheiße. Aber hier gibt's so schöne Dinge. Quietsche Engel. Nein, nehmen wir noch nichts. Ellenbogen schon, da brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir. Nee. Wie Arm links, was gibt's da? Cool. 0 Punkte. Ja. Links. Ne, warte mal. Einzugskleidung, das machen wir. Scheiße, wie tue ich denn das? Viereck. Das mache ich dann auf beides. Ich würde schon etwas realistisch machen. Weißt du, gehst in den Ring. Und sie ist ja plötzlich die Abendschone an. Das machst du ja nicht. Ja. Deswegen machen wir das auf beide. So, jetzt bin ich hier. Dann gehen wir. Aber warte mal. Nee, links. Links. Diese Schoner, weil die sind kostenlos. Und die Punkte will ich auch ein bisschen einsparen. So. Hand. Links, da Hand rechts. Oh, Handschuhe, Handschuhe, Gloves. Was ist. Ja, WWE schon lustig. WWE-Hände haben wir hier auch. Brauche ich nicht. Ich brauche. Oh, ist mir kalt. Ich muss auch gleich mal Fenster zumachen. Warte mal. Links haben wir. Ne, rechts. Ja, aber kann ich nicht. Muss ich. Links und rechts. Ach, das ist doch ein bisschen blöd. Jetzt schon für beiden Handschuhe. Kann ich ja machen. Aber da nehmen wir. Auf der Seite 4 kostet der. Na gut, alle Handschuhe kosten 4. Auch die komischen Dinger. Dann nehme ich einmal den da. Ja. Und für die andere Hand rechts nehme ich so ein. Ja. Genau. Körperaccessoire, okay. Unterkörper Shorts. Ja. Dann nehmen wir nix. Was haben wir da jetzt an? Ja, das ist egal, weil wir ja Short Design, das ist scheißegal. Wrestling Strumpf, was? Brauche ich nicht. Unterteile, Untertitel. Brauche ich auch nicht. Ich brauche Gürtel, nee, auch nicht. Was ist das hier? Ein Schwänzchen. Knieschoner, Knieschoner, Socke. Nur die ersten. Wie die Socken aussehen, ist mir ja pieps egal. Schienbeinschützer, Stiefel und Schuhe. Ja, was ist mit Hose? Wenn, dann nehme ich Sneakers. Haben wir jetzt 98 verwendete Punkte? Ja, und was ist mit Hose? Nein. Unterteile. Ach, ich hier. Habe ich gar nicht richtig geguckt. Nehmen wir die hier. Genau wie früher. Dann machen wir Stoff. Stoff sieht schon geil aus.
Genau, nehmen wir. Die Farbe bleibt, annehmen. Tattoos und Schrifte und ach komm. Kommt alles später dazu. Gürtel, Gürtel, wenn wir den schon ändern. Rikishi, ja. Ah, jetzt muss ich gucken. Aber hier, ich will noch mal andere Shorts. Die haben alle so Scheißdreck an. Gürtel mache ich weg. Gürtel mache ich weg. Wie sieht das aus? Ein Gürtel über ein Gürtel. Ich dachte, ich kann den Gürtel von der Hose ändern. Und die Wartezahn, die sind, finde ich, ein bisschen lang. Also, Gürtel kommt weg. T-Shirt ist in der Hose. Kann ich irgendwas am T-Shirt ändern? Das sieht aus, das sieht so scheiße aus. Wie ändere ich denn das? Oder liegt es an der Unterbuchse? Ja, das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Ich meine, Design habe ich jetzt einfach mal gemacht, weil es umsonst war, aber hier... Ja, oder brauche ich da eine andere Hose? Warte mal, gehen wir mal zur Hose. Wenn ich, sag ich mal, die anhab. Kann nicht sein, dass da oben die Unterhose raus... Da, guck, die sieht schon ordentlicher aus. Ach, das ist doch wieder mal doof. Ich hätte so gerne Jeans abbrechen. Was ist denn mit der Hose unten links? Mit der blauen kurzen Hose da. Also nicht kurze Hose in dem Sinne. So. Was sind denn WWE-Unterteile? Da, sowas zum Beispiel. Wir hatten das an John Cena. Ach, das ist doch fucking scheiße. Nein, will ich nicht. Da, jetzt habe ich zwei Unterhosen an. Was ist das denn? Sieht doch scheiße aus. Entschuldigung. Unterteile. Kostet zwar 8. Ich brauche eine andere Hose. Das ist Mist. Wo kann ich denn? Hier, ich will nur mal angucken, wie die aussehen. Ich will die nicht immer gleich auswählen müssen. Also manchmal. Also wir könnten theoretisch eine Eingangsoutfit machen und ein anderes Ringoutfit. Da meint man, da steckt man unter den Ring und zieht sich um. Was haben wir denn hier für Punkte? 16, 16, 8, 16, 8. Wieso sind die alle so teuer? Ist das Mist, Mist, Mist? Wenn ich da oben die Hose hochziehen könnte, das wäre ja dann in Ordnung. Sieht doch scheiße aus. Sieht die aus? Ich meine, wir können ruhig noch, ja, mal eine andere Hose nehmen. Jeans. Anzugshose. Ja gut, dann entferne ich hier die Hose und mach die Hose auf A ist. Ja, wenn das so ist, dann bleibt das so, wie ich es jetzt gemacht habe. Ansonsten,
Ja, dann nehme ich die. Dann nehme ich die und wir haben ja die Marke fast erreicht. Und ach Mann, hier früher in den ersten Generationen von den Spielen, da hat's nichts gekostet. So Gürtel, Knieschoner, bla bla bla. Und jetzt haben wir alle eigentlich alles fertig. So, zurück. Kleidungsvorlage, Ebenenbarbe, Namensinformation, Name Superstars, Carlos. Wie eh und je. Kann ich nur groß schreiben? Ja. Carlo S. Und jetzt? Toll. Diesen Namen für deinen Idiot. Social Media Kontoname abgeschnitten. Carlos, Social Media, at Carlos. Carlos. Warte mal, da kann ich ja meinen Twitter-Namen reingeben. Oh, das wäre ja dann gar nicht so verkehrt. Ich könnte ja mal Hashtag Carlos the Gamer machen, aber at Carlos784. 7. Nein. Carlos. Carlos. 7, 8. 4. Das wäre mein Twitter-Namen. Gut, Eingabe. Warte mal. Cyclone Catcher coming. Colonel Crusher. Crusher. Daddy. Dangerous. Ja, es passt besser zu uns. Ja, der Nachname Hausmann, hä? Der Nachname ist... So. Ben, Benjamin, Cactus, Caleb, Carl... Hier, Carlos, geil. Gibt's, glaube ich, auch... Jetzt will ich mal was gucken. Nee, Beefcake, da will ich Gamer. Wenn das geht, wär's toll. So ein bisschen Werbung machen. A, B, C, D, E, Gilberto. Nee, Gamer gibt's nicht. Hagen. Carlos Hagen. Carlos Kreis. Graves heißt auch Graben, ne? Das passt ja perfekt zum Tod.